بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, heute führen wir unsere Reise ins Jenseits fort. Und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, nachdem wir über die Zustände derjenigen gesprochen haben, denen es am jüngsten Tag schwer ergehen wird, aufgrund ihres Unglaubens oder aufgrund der Sünden, welche sie begangen haben, heute über jene sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag bewahren und schützen wird. Wir werden heute, insha'Allah ta'ala, über die Umstände der Gottesfürchtigen und Gläubigen sprechen und der Rechtschaffenen, wie es ihnen an diesem schwierigen Tag ergehen wird, der für alle Menschen ohne Ausnahme schwierig sein wird, gar keine Frage, aber für diejenigen, welche Allah subhanahu wa ta'ala nahestanden, welche Allah gefürchtet haben, welche gottesfürchtig gewesen sind, wird es an jenem Tag Erleichterungen geben. Und diese wollen wir uns insha'Allah ta'ala heute anschauen und auch die Eigenschaften dieser Menschen kennenlernen. Was sie für Taten verrichtet haben, die dazu führen werden, dass sie am jüngsten Tag geschützt werden. Und es wird Menschen geben, die Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag vor dieser gewaltigen Angst bewahren wird. Hierüber spricht Allah ta'ala in den unterschiedlichsten Ayat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Anbiya, in den Ayat 101 bis 103 folgendes. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Gewiss diejenigen, an die von uns das Versprechen für die beste Behandlung vorausgegangen ist, denen Allah das Paradies versprochen hat, sie werden von ihr ferngehalten, von dem Höllenfeuer. Sie hören von ihr nicht einmal das leiseste Geräusch und sie werden in dem, was ihre Seelen begehrt haben, ewig bleiben. Der größte Schrecken macht sie nicht traurig und die Engel empfangen sie, das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. Subhanallah, was für eine Ey, in der Allah Ta'ala darüber spricht, dass es Menschen geben wird, die vor diesem gewaltigen Schrecken des jüngsten Tages geschützt sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt an anderer Stelle im Koran, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Sicherlich über Allahs Gefolgsleute, über Allahs Nahestehende soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Das heißt, Allah ta'ala zeigt uns auf, es wird Menschen geben am jüngsten Tag, die keine Angst haben werden, obwohl die Umstände schwierig sind. Wie jemand in der Dunya, der weiß, dass er gut gelernt hat. Als Beispiel, es kommt eine schwierige Prüfung, er weiß, er hat sehr, sehr gut gelernt. Er ist zwar aufgeregt, was etwas ganz Natürliches ist, aber er weiß, er ist gut vorbereitet. Dementsprechend hat er keine Angst vor dieser Prüfung. Und so wird es ihnen ergehen. Sie sind aufgeregt. Die Umstände sind schwierig. Aber sie wissen, dass ihnen nichts Schlimmes widerfahren wird. Und dementsprechend sind sie geschützt vor dieser gewaltigen Angst. Allah subhanahu wa ta'ala erlegt in ihre Herzen eine gewisse Ruhe, sodass sie keine Angst verspüren an diesem Tag, obwohl sie aufgeregt sind. Obwohl sie ebenfalls diesen schlimmen Umständen ausgesetzt sind, wird sie Allah subhanahu wa ta'ala in einer besonderen Weise an jenem Tage behandeln. Allah ta'ala sagt an anderer Stelle,
Obwohl das, nee, das ist jetzt nicht die richtige Stelle, das ist mir gerade eingefallen, das bezieht sich auf den Tod. Deswegen lassen wir das beiseite, insha'Allah ta'ala. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt beispielsweise in Surat al-Insan, Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen unheilvollen Tag. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Das heißt, dadurch, dass sie Gottesfurcht in der Dunya hatten, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Furcht am jüngsten Tag nehmen. Hört euch bei diesem gewaltigen Hadith an, der von Abu Nu'aym in einem Werk, das heißt Al-Hilya, überliefert wird, von Shaddad ibn Aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes sagte, dass Allah sagte in einem Hadith Qudsi, und ein Hadith Qudsi ist ein heiliger Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allahs Worte zitiert. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gibt Allahs Worte, entweder mit seinen eigenen Worten oder mit den Worten Allahs eins zu eins wieder. Es ist aber nicht Koran, es ist eine Eingebung von Allah. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wa sallam, qala Allah. Allah sagte, wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi amnayn wa la khawfayn. Bei meiner Macht und Majestät verbinde ich nicht zwei Sicherheiten oder zwei Ängste für meinen Diener. Subhanallah. Das heißt, es wird entweder eine Angst in der Dunya oder eine Angst im Akhira geben. Oder eine Sicherheit in der Dunya oder eine Sicherheit im Akhira. Aber es wird nicht zwei Ängste und zwei Sicherheiten geben. Und dann sagt Allah Ta'ala in diesem Hadith Qudsi, In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Allahu Akbar. Wenn er sich vor mir in dieser Dunya sicher fühlt, werde ich ihn an dem Tag, an dem ich meine Diener versammle, in Angst und Schrecken versetzen. وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي. Und wenn er mich in dieser Welt fürchtet, also Taqwa hat, Khashyatullah hat, dann werde ich ihn an dem Tag beschützen, an dem ich meine Diener versammle. Also, es gibt nur einmal Angst oder einmal Sicherheit. Und einmal Sicherheit. Wer Angst in der Dunya hatte, wird Sicherheit im Akhira verspüren. Wer Sicherheit in der Dunya verspürt hat, wird Angst im Akhira verspüren. Was ist mit Sicherheit gemeint? Mit Sicherheit ist gemeint, dass ich einfach mein Leben führe, so als würde es kein Jenseits geben. So nach dem Motto, es kann mir so und so nichts passieren. Und sollte es ein Jenseits geben, dann wird es mir dort gut gehen. Du lebst einfach nur für diese Dunya. Tust und lässt, was du möchtest und interessierst dich überhaupt nicht für die Folgen deiner Taten. So als würde es keine Abrechnung geben. Das ist damit gemeint, dass jemand sich sicher fühlt in der Dunya. Und mit Angst ist nicht gemeint, dass ich Angst habe vor Allah. Sondern damit ist ein Bewusstsein gemeint, dass ich weiß, egal was ich tue, ich muss dafür Rechenschaft ablegen. Subhanallah, schaut mal der Unterschied. Egal was ich tue, ich muss dafür was? Rechenschaft ablegen. Wir haben nicht vor Allah Angst, im Sinne von, dass wir vor ihm fliehen. Nein, wenn ich vor einer Sache in der Dunya Angst habe, was mache ich dann? Nähe ich mich mir dieser Sache an oder fliehe ich vor ihr? Ich fliehe vor ihr, wenn ich einen bissigen Hund sehe auf der Straße, der mir Angst einflößt. Was mache ich dann? Ich wechsle die Straßenseite. Ich gehe nicht noch hin und streichle ihn, sondern ich wechsle die Straßenseite, weil ich Angst habe. Wenn es eine Person gibt, die mir Angst macht, ich bin irgendwo abends draußen und kommt eine Gruppe von Männern, die machen mir Angst. Gehe ich dann auf sie zu oder versuche dann einen großen Bogen um sie herum zu machen? Ich versuche einen großen Bogen um sie herum zu machen. Und dementsprechend, wenn ich von Gottes Furcht spreche, dann ist damit nicht gemeint,
die Furcht, die ich verspüre gegenüber einer Sache, die mir Angst einflößt. Sondern damit ist dann lediglich gemeint, dass ich Angst habe vor den Konsequenzen meiner Taten, und zwar meiner schlechten Taten. Und deswegen wende ich mich Allah zu, den ich über alles liebe, aber gleichzeitig respektiere. Warum? Weil ich weiß, er kann mich für das, was ich tue, zur Rechenschaft ziehen. Er kann mich für das, was ich tue, zur Rechenschaft ziehen. Ähnlich wie ein Kind, was seine Eltern über alles liebt, aber gleichzeitig großen Respekt hat gegenüber den Eltern und dementsprechend, bevor es irgendetwas tut, was die Eltern verboten haben, macht es sich tausendmal darüber Gedanken. Und zwar nicht, weil es Angst vor den Eltern hat, sondern es liebt ja die Eltern, dieses Kind. Über alles liebt es seine Eltern. Sondern, weil es Angst vor den Konsequenzen hat. Weil das Kind nämlich weiß, meine Eltern können mich für das, was ich tue, bestrafen. Und dementsprechend mache ich mir Gedanken darüber, was ich tue. Aber ich habe ja keine Angst vor meinen Eltern im Sinne von, dass ich vor ihnen fliehe. Ganz im Gegenteil. Ja? Ich liebe meine Eltern über alles. Aber ich halte bestimmte Gesetze zu Hause ein, weil ich nämlich weiß, wenn ich sie überschreite, dann werde ich von meinen Eltern dafür zur Rechenschaft gezogen. Und zwar zu Recht. Ja? Und genauso auch ist das mit der Angst gegenüber Allah. Ich liebe Allah über alles, aber ich habe Angst vor den Konsequenzen, weil ich nämlich weiß, Allah kann mich für meine Taten zur Rechenschaft ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil manche verstehen das falsch. Die denken so, Gottesfurcht heißt, ich muss jetzt Angst haben vor Allah. Nein, nein, du hast keine Angst vor Allah. Du hast Angst vor den Konsequenzen deiner Taten. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied, den wir unbedingt verstehen müssen. Und dieser Hadith ist unglaublich, subhanallah. Das heißt, wenn ich Taqwa habe in der Dunya, dann wird mir Allah am jüngsten Tag Sicherheit geben. Ich werde mich sicher fühlen, weil ich weiß, ich bin gut vorbereitet. Wenn ich mich aber sicher gefühlt habe in der Dunya und gedacht habe, ach, es kann mir so und so nichts passieren, dann muss ich mich auf etwas gefasst machen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Es ist immer wichtig, dass wir Beispiele aus dieser Dunya haben, damit wir das auch nachvollziehen können, was überhaupt mit diesen Worten gemeint ist. Und das größte Gleichnis liegt natürlich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar, wenn ich mich vorbereite, beispielsweise, wenn es um eine Steuerabgabe geht, das heißt, um Jahresabschluss für meine Firma, und ich bereite alles gut vor, etc., ja, dann weiß ich, Alhamdulillah, es wird jetzt nur noch leichter werden. Weil ich habe alles gut vorbereitet, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe Geld zur Seite gelegt, ich habe nicht irgendetwas versteckt. Was ich dann ganz genau weiß, ja, am Ende des Jahres ja, kann ich meine Steuerunterlagen abgeben und ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich bekomme dann meinen Steuerbescheid und gut ist. Und ich bin vorbereitet. Und umgekehrt genauso, wenn ich mich die ganze Zeit nicht darum gekümmert habe, dann werde ich was am Ende des Jahres schwitzen. Oh mein Gott. Was wird jetzt mal rauskommen? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Wie viel muss ich nachzahlen? Etc. Nicht, dass ich herausbekomme, dass ich hier noch ein bisschen gespielt habe. Und genauso auch ist es mit dem Akhirah. Deswegen sagt Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda, Ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. O, ihr Menschen, rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Und wiegt euch selbst, bevor ihr gewogen werdet. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ فِي الدُّنْيَا. Subhanallah. Weil es euch am jüngsten Tag leichter fallen wird, bei der Abrechnung, wenn ihr schon in der Dunya mit euch selbst abgerechnet habt. Wenn du vorbereitet bist auf die Abrechnung am jüngsten Tag, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn du aber überhaupt nicht vorbereitet bist, dann musst du dir große Sorgen machen. Das ist damit gemeint. Und jetzt wollen wir uns insha'Allah ta'ala einfach mal im Detail anschauen, welche Menschen am jüngsten Tag bevorzugt behandelt werden, Privilegien genießen werden, in der VIP-Lounge des jüngsten Tages sein werden. Während die anderen schwitzen, wirst du es leicht haben, subhanallah. Und wir hatten das letzte Mal erwähnt gehabt. Wenn ich auf Reise bin, ist es immer anstrengend. Selbst wenn ich erste Klasse reise, First Class, die Reise bleibt anstrengend. Aber es ist ein Unterschied, ob ich solch einen Sessel habe in meinem Flugzeug, die ganze Zeit bedient werde, von vorne bis hinten, mich hinlegen kann
Ja? Oder ob ich irgendwo in einem kleinen Sessel eingefärscht bin, eine unfreundliche Stewardess kommt, ja, mir das Essen ja, vorlegt. Das ist ein Unterschied. Ja? Oder am Flughafen, wo ich ja irgendwo auf einer Bank sitzen muss, todmüde bin. Oder in einer, weiß ich nicht, der Senator-Lounge, ja, mich dann zurückziehen kann und schön meine Füße ausstrecken kann, ein offenes Buffet haben. Das ist ein großer Unterschied. Und trotzdem bleibt die Reise was? Sie bleibt anstrengend. Und auch am jüngsten Tag. Es bleibt anstrengend, aber es wird Menschen geben, die haben Zutritt zu bestimmten Privilegien, die andere nicht haben werden. Und wir wollen jetzt schauen, was ist deine Eintrittskarte in diese ganz besonderen Bereiche am jüngsten Tag, die im Schatten sein werden, wo es den Menschen relativ den Umständen entsprechend gut gehen wird. Was ist deine Eintrittskarte? Und diese Eintrittskarte wollen wir uns jetzt inshallah ta'ala anschauen, weil es gibt verschiedene Eintrittskarten. Und wir wollen uns jetzt angucken, welche Eintrittskarten es gibt. Und wir fangen an inshallah ta'ala mit einem sehr, sehr bekannten Hadith, der zu den schönsten Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam überhaupt gehört. Und zwar ein absolut authentischer Hadith, überliefert von Imam al-Bukhari und von Imam Muslim. Über Abu Huraira radiallahu anhu, wo uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mitteilte, dass es am jüngsten Tag 7 Personengruppen geben wird, welche im Schatten Allahs stehen werden an jedem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird als den Schatten Allahs. So sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Allahu Akbar. 7 werden am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen. Was ist mit dem Schatten Allahs gemeint? Mit dem Schatten Allahs ist gemeint, wie es aus anderen Überlieferungen hervorgeht, wahrscheinlich der Schatten seines Throns. Das heißt, sie werden bevorzugt behandelt. Allah Ta'ala, er wird sie schützen an jenem Tag. Schützen vor der unglaublich heißen Sonne, die man kaum ertragen kann. Und wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen gehabt, dass die Menschen teilweise regelrecht in ihrem Schweiß baden werden. Und es wird Menschen geben, die im Schatten stehen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erwähnt jetzt in dieser Überlieferung 7 Personengruppen, welche einen Zutritt bekommen werden zu dem Schatten an jedem Tag. Und der allererste, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Personengruppen nicht einfach so geordnet, sondern es hat auch wirklich Sinn. Der allererste ist auch derjenige, der am meisten bewirken kann in dieser Dunya. Und zwar Imamun Adil, ein gerechter Herrscher. In unserer heutigen Zeit sehen wir, wie wichtig das ist. Subhanallah. Wir erleben es gerade live. Stellt euch mal vor, es würde in der islamischen Welt einige gerechte Herrscher geben, die sich wirklich für die Gerechtigkeit einsetzen. Meint ihr, dann hätten wir jetzt über 20.000 Menschen, die auf bestialische Weise massakriert werden im Gazastreifen? Würde nicht passieren. Warum? Weil am Ende, wenn Druck ausgeübt wird, dann werden sich diejenigen, die dieses Unrecht ausführen, sich tausendmal überlegen, ob sie das tun werden oder nicht. Weil sie nämlich ganz genau wissen, da sind Leute, die das nicht einfach zulassen werden. Gerechter Herrscher. Gerecht gegenüber seinem eigenen Volk. Aber auch jemand, der sich für die Angelegenheiten der Gerechtigkeit einsetzt. Wallahi, wir vermissen so etwas. Wir hatten Zeiten gehabt als Muslime, subhanallah, wo wir wirklich stolz sein konnten. Ja, es mag sein, dass die Herrscher nicht immer auch wirklich in jeder Hinsicht gerecht waren. Aber gerade, wenn es um die Unterdrückten dieser Welt ging, gerade wenn es auch um die Schwachen innerhalb der Gesellschaft ging, da waren sie mehr als gerecht gewesen. Eine einzige Frau wurde gefangen genommen in der Zeit von Al-Mu'tasim Billah, dem abbasidischen Kalifen. Und sie hat ihn gerufen, sie hat es irgendwie geschafft, zu benachrichtigen, dass sie in Gefangenschaft geraten ist bei den Byzantinern. Woraufhin er ganz klar einen Brief verfasst hat an den Herrscher, hat gesagt, wenn du sie nicht zu uns zurückschickst, dann werden wir zu dir eine Armee schicken
die bei uns anfängt und bei dir endet. Das haben sie auch so gemeint. Es war nicht einfach leere Worthülsen gewesen, sondern sie haben ihren Worten Taten folgen lassen. Es sind keine Engel gewesen, es sind keine Melaike gewesen. Aber es sind Menschen gewesen, welche eine gewisse Sinn für die Angelegenheiten der Gerechtigkeit hatten. Und dementsprechend, subhanallah, ein Herrscher kann sehr viel bewirken, kann eine komplette Gesellschaft ändern. Und deswegen erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn an allererster Stelle. Aber, jetzt komme ich zum großen Aber. Wir reden immer wieder über unsere Regenten und über unsere Herrscher. Wir beschimpfen sie, wir verfluchen sie. Aber häufig habe ich gemerkt, dass wir als Muslime, als einfache Muslime, dieselben Fehler machen wie sie selbst. Und dass wir in vielerlei Hinsicht keinen Deut besser sind als sie. Kama takunu yuwalla alaykum. So wie ihr seid, wird jemand über euch getan. Subhanallah. Kama takunu yuwalla alaykum. Wie oft bemerke ich das, subhanallah? Dass wir sogar als Muslime, wenn es beispielsweise um die Einigkeit der Muslime geht, dass wir einig sind, wir sagen immer, warum können die muslimischen Länder, die islamischen Länder sich nicht einigen? Dann brauchen wir nur auf unsere eigene Moscheelandschaft zu schauen, wo es nicht mal irgendwie um Geld oder Macht geht. Es geht einfach nur darum, dass wir gemeinsam agieren und wir schaffen es nicht einmal in einer einzigen Stadt wie Berlin, gemeinsam zu agieren. Oder? Das heißt, häufig sind wir keinen Deut besser als die Herrscher, welche wir verfluchen. Es ist leider so. Und wenn wir schon bei dem Aspekt der Gerechtigkeit bleiben, da muss ich mich immer fragen, bin ich denn selbst gerecht? Setze ich mich denn für die Angelegenheiten der Gerechtigkeit ein? Nummer eins, ganz wichtig. Oder ist mir das völlig egal und ich sage, ja, interessiert mich nicht. Ich will einfach mein Leben weiter so, als wäre nichts. Zweitens, bin ich gerecht gegenüber meinen Mitmenschen? Oder behandle ich sie ungerecht? Dass meine eigenen Kinder sind, meine Geschwister sind, meine Eltern oder wie auch immer. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass es auch genau darauf ankommt. Es muss nicht immer nur darum gehen, dass du der absolute Herrscher bist. Das ist natürlich die höchste Position und dementsprechend wird er auch am stärksten belohnt, wenn er gerecht handelt. Aber auch die einfachen Muslime, wenn sie gerecht handeln, dann werden sie am jüngsten Tag eine besondere Stellung haben. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Abdullah ibn Amr ibn al-As überliefert wird bei Sahih Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innal muqsitina ala manabira min nurin yawm al-qiyama. Wahrlich diejenigen, die gerecht sind, stehen auf Lichtpodesten am jüngsten Tag. Ala yamini ar-Rahman, zu Rechten des Allerbarmers. Wa kilta yadayhi yamin, und seine beiden Hände sind rechts. Dass man nicht denkt sozusagen, es gibt für Allah subhanahu wa ta'ala eine Richtung, ja, oder einen Ort, den man ihm sozusagen zuordnen könnte. Und dann erklärte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, um wen es sich dabei handelt. Es sind diejenigen, die in ihren Urteilen, ihren Familien, ganz wichtig, und dem, worüber sie Verantwortung tragen, gerecht sind. Und dem, worüber sie bestellt sind, das heißt, wofür sie Verantwortung tragen, gerecht sind. Also es muss nicht unbedingt gleich ein ganzes Land sein, für das du Verantwortung trägst, um eine besondere Stellung bei Allah zu haben, wenn du gerecht bist, sondern es reicht schon aus, dass du in deinem Alltag gerecht bist, in deinem Urteil gerecht bist. Dich nicht einfach nur auf die Seite deiner Freundin stellst, weil es deine Freundin ist, selbst wenn du weißt, dass sie eigentlich Unrecht tut. Und das passiert sehr häufig. Und das ist in Wirklichkeit keine wahre Freundin. Kommt dann zu dir deine Freundin und deinem Freund. Ja, aber ich bemerke es auch sehr häufig bei Schwestern. Auch bei Brüdern ist auch vorhanden natürlich. Ja. Aber es gibt so, subhanallah, so Sünden, die mehr von Schwestern gemacht werden als von Brüdern. Umgekehrt auch Sünden, die mehr von Brüdern gemacht werden als von Schwestern. Ja. Also viele Sünden, die so mit Gewalt zu tun haben, wo es um Schlagen geht, was weiß ich was, haben eher mit was zu tun? Eher mit Brüdern.
Und viele Sünden, wo es eher so um Lästern geht, Tratsche über den anderen, haben eher was mit was zu tun? Mit Schwestern. Auch wenn es genauso bei Brüdern passiert wie bei Schwestern. Und Schwestern können auch gewalttätig sein. Ja? Aber es gibt so typische Sünden, ja? Die eher Frauen machen und typische Sünden, die eher Männer machen. Und auf jeden Fall merkt man das immer wieder, dass manche leider nicht die Rolle einnehmen, dass sie versuchen zum Beispiel zu schlichten zwischen zwei Parteien, sondern sie gießen nochmal Öl ins Feuer und sind komplett ungerecht und unterstützen dann sogar ihre Freundin oder ihren Freund in ihrem ungerechten Verhalten, anstatt ihnen aufzuzeigen, dass das falsch ist und zu versuchen zu schlichten. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Unsur akhaka zaliman au mazluma." Steh an der Seite deines Bruders, unabhängig davon, ob er Unrecht tut oder ob ihm Unrecht zugefügt wird. Dann fragten die Sahabe: "Ya Rasulallah, wir wissen, wie wir ihn unterstützen sollen, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Aber wie sollen wir ihn unterstützen, wenn er Unrecht ausübt?" Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ta'khudhu 'ala yaday." Du hältst ihn von diesem Unrecht ab. Das heißt, wenn ich sehe, dass mein Bruder, mein Freund, meine Schwester, jetzt auch leibliche Schwester, mein leiblicher Bruder, meine Tochter, mein Sohn, kann auch sein. Hat man auch sehr, sehr häufig, subhanallah. Ja? Meine Tochter ist verheiratet und ich als Schwiegermutter sozusagen bin die ganze Zeit nur an der Seite meiner Tochter gegen meinen Schwiegersohn oder umgekehrt. Wisst ihr, wie viele Ehen schon deswegen kaputt gegangen sind? Und man sieht nichts Gutes im Schwiegersohn oder in der Schwiegertochter. Meine Tochter ist die Prinzessin. Macht nie einen Fehler. Du machst alles falsch. Und umgekehrt genauso. Mein Sohn, der Prinz. Ja? Du machst alles falsch. Das ist was? Das ist Unrecht. Ich bin nicht gerecht in meinem Urteil. Ich bin nicht gerecht in Bezug auf meine Familie. Und ich bin nicht gerecht in Bezug auf diejenigen, für die ich Verantwortung trage. Und dementsprechend, ein wahrer Freund ist ein Sadiq. Und was ist ein Sadiq? Ein Sadiq kommt von was? Von Sidq. Ehrlichkeit. Ein wahrer Freund ist ehrlich. Er ist ehrlich zu seinem Freund. Wenn mein Freund einen Fehler macht und ich sehe das, dann stehe ich ihm bei, indem ich ihm nämlich sage: "Mein lieber Bruder, du machst hier einen großen Fehler." Und umgekehrt genauso. Und das haben wir beispielsweise in Bezug auf jetzt die aktuelle Lage in Gaza gesagt. Deutschland sagt immer: "Wir sind befreundet mit Israel." Natürlich. Könnte ja auch gerne sein, ist auch gar kein Problem. Hat auch nie jemand irgendwie was gesagt dagegen. Man hat historische Verantwortung, all das ist verständlich, auch wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hat aus unserer Sicht, aber das ist eine andere Sache. Wir haben Verständnis dafür. Aber wenn man befreundet ist mit jemandem, was macht man dann? Dann zeigt man ihm seine Fehler auf und sagt ihm: "Das, was du machst, ist falsch." Weil damit werdest du dir nachhaltig schaden. Was aber geschieht momentan? Uneingeschränkte Unterstützung. Subhanallah. Bedingungslose Unterstützung. Was ist das? Eine bedingungslose Unterstützung. Unglaublich. Das ist keine wahre Freundschaft. Das ist eine heuchlerische Freundschaft. Es ist eine Freundschaft, die nicht ehrlich ist. Absolut nicht ehrlich ist. Ja? Da geht es nur um eigene Interessen. Und nicht um die Interessen des Freundes. Und das sehen wir momentan, subhanallah. Diese geheuchelte Politik, ja, die erkennen wir momentan. Ja, und die wird am Ende in einer Katastrophe enden. Die wird am Ende in einer Katastrophe enden. Ja, aber leider, ja, wollen das viele nicht erkennen. Imamun Adi ist der Erste. Sei gerecht, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, und du wirst ein Ticket, insha'Allah ta'ala, in die Schattenlounge haben am jüngsten Tag. Dann, wer ist der Nächste, der im Schatten Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird? Und zwar, weiß jemand? Wer ist der Nächste? Genau. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung seines Herrn aufgewachsen ist. Ja, Salam.
Das ist natürlich der Jackpot für euch. Für die meisten von euch. Für mich ist schon vorbei, Khalas. Ja, weil bis wie viele Jahre ist man Jugendlicher? Bis zu welchem Alter ist man noch Jugendlicher? 40. Bis zum 40. Alter. Ich bin 44. Für mich ist der Zug abgefahren. Wer ist noch unter 40 hier? Oder wer ist über 40? Machen wir mal umgekehrt. Ich glaube, die meisten sind unter 40. Wer ist über 40? Ihr alle, Allahu Akbar, fallt noch unter diese Kategorie. Ihr alle habt noch die Möglichkeit, dieses Ticket zu erlangen. Schabun nasha'a fi ibadati rabbi. Ein Jugendlicher, eine Jugendliche, welche in der Anbetung seines Herrn aufwächst. Allahu Akbar. Warum kommt die Jugend an zweiter Stelle? Weil eine Gesellschaft, in der die Jugend fromm ist, ist eine Gesellschaft, die Zukunft hat. Und eine Gesellschaft, in der die Jugend verdorben ist, ist eine Gesellschaft, die ebenfalls am Abgrund steht. Es kommt immer auf die Jugend an. Wenn du eine starke Jugend hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn du Moscheen hast, in denen viele Jugendlichen sind, dann sag Alhamdulillah. Wenn du Moscheen hast, in denen nur Greise sind und ältere Menschen, dann hast du ein großes Problem. Wenn die Jugendlichen nur in Cafés sind, nur draußen sind, in Diskotheken, weiß ich nicht was, hast du ein Riesenproblem. Und dementsprechend spricht der Prophet sallallahu alaihi aus an zweiter Stelle über einen Jugendlichen, der in der Anbetung Allahs aufwächst. Das ist deine Chance, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Und wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das erreichen, dass ich wirklich in der Anbetung Allahs aufwachse? Indem ich immer an solchen Sitzungen festhalte. Diese Sitzungen, sie werden dafür sorgen, dass ich insha'Allah ta'ala auch bis ins hohe Alter an diesem Weg festhalten werde. Das Problem ist, sobald ich anfange, mich von solchen Sitzungen zu distanzieren, auf sie zu verzichten, dann wird es gefährlich. Warum? Weil ich fange nämlich an, mich durch den Alltag ablenken zu lassen. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Wenn ich solche Sitzungen nicht habe, dann werde ich anfangen, nach anderen Sitzungen zu suchen. Und bei diesen anderen Sitzungen werde ich wiederum andere Menschen kennenlernen. Und diese Menschen, sie werden mich nicht Allah näher bringen, sondern sie werden mich der Dunya näher bringen, egal unter welchem Vorwand. Ob es nun Sport ist, ob es irgendwelche Hobbys sind, ob es, weiß ich nicht was ist. Das sind auch alles Dinge, die in Ordnung sind, wenn es in einem bestimmten Maß ist. Wichtig ist aber immer was? Dass meine Hauptsitzungen, die Sitzungen, an denen ich festhalte, die Sitzungen, wo ich versuche, meine Freundschaften, meine engen Freundschaften zu schließen, solche Sitzungen sind. Ich sage nicht, es muss die Sitzung sein, aber grundsätzlich solche Sitzungen, wo ich in einem Haus von den Häusern Allahs bin, wo ich mit Brüdern und Schwestern zusammen bin, welche mich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. Dann werde ich insha'Allah ta'ala für mich selbst garantieren können, dass ich im Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala und in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala aufwachsen. Lasst euch das nicht entgehen. Jeder von euch, der hier heute sitzt, kann genau dies erreichen. Und dann die Nummer 3. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bezieht es genau auf das, was wir gerade gesagt haben. Das dritte Ticket, um im Schatten Allahs stehen zu können. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier zum Ausdruck bringt. Er sagt nicht وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Normalerweise in der arabischen Sprache würde man was sagen, تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ قَلْبُهُ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ. Sein Herz ist an etwas gebunden. Aber hier steht nicht bi, sondern fi. Sehr interessant. Und ein Mann, womit auch eine Frau gemeint sein kann, genauso, deren Herz in der Moschee gebunden ist, nicht an der Moschee, sondern in der Moschee. So als würde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns damit sagen, dieser Mann, der ist permanent in der Moschee. Ist es nicht nur, dass er die Moschee von außen betrachtet und sie schön findet? Nein, 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 nein. Sein Herz ist in der Moschee. Wenn er die Moschee verlässt, ist er mit dem Körper außerhalb der Moschee, aber sein Herz ist in der Moschee. Das ist dein drittes Ticket. Dass du an den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala festhältst. Und wie äußert sich das? Auf verschiedene Weise. Einmal, dass ich versuche, gerade als Mann und als Bruder, meine
Gebete regelmäßig in der Moschee zu verrichten. Dass ich darauf nicht dauerhaft verzichte, dass ich die Moschee nicht nur zum Jum'a kenne, sondern auch innerhalb der Woche, dass ich, wenn ich Zeit habe, natürlich ist es nicht immer einfach, gerade jetzt im Winter, wo die Zeit knapp ist, wir arbeiten alle, es ist schwierig, wissen wir. Ja? Aber dass ich versuche, so gut ich kann, regelmäßig meine Gebete in der Moschee zu verrichten, das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass ich darüber hinaus versuche, mindestens einmal in der Woche zusätzlich zum Freitagsgebet eine Sitzung zu haben, an der ich mich beteilige. Egal, was es für eine Sitzung ist. Ob es solch eine Sitzung ist, wo ich etwas lerne, oder ob es eine kleinere Sitzung ist, Brüder, Schwestern, wo wir uns einfach treffen, um vielleicht ein Buch zu lesen gemeinsam, um vielleicht auch einen Unterricht zu haben, ja, oder gemeinsam einfach uns zu treffen für Allah subhanahu wa ta'ala, um Koran zu lesen, wie auch immer. Ja. Und Nummer drei, und das ist dann sozusagen das, was wirklich dein Herz bindet an die Moschee, ist, dass du versuchst auch, gerade hier im Westen, gerade hier in einer nicht-muslimischen Gesellschaft, Verantwortung in der Moschee zu tragen. Weil diese Verantwortung, sie wird dich noch mehr an die Moschee binden, sodass die Moschee zu deinem zweiten Zuhause wird. Und du im Grunde genommen deine Freizeit die ganze Zeit in der Moschee verbringst. Sobald du anfängst, Verantwortung zu tragen, auch wenn es eine kleine Verantwortung ist. Ich meine damit nicht gleich, dass du der Vorsitzende der Moschee sein musst. Damit, das meine ich damit nicht. Kleine Verantwortung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich komme und bin verantwortlich dafür, dass das am Mittwoch immer hier dem Scheich oder dem Referenten eine Flasche Wasser vorgelegt wird. Als Beispiel. Ja? Und bin dann in einer AG, die sich hin und wieder trifft, damit sie überlegt, wie kann man die Moscheearbeit besser voranbringen. Oder ich bin in einer Jugend-AG aktiv, IJB, oder wie auch immer. In einem kleinen Kreis, bei den Shabbat hier, bei Umbakr, oder egal wo. Das wird dazu führen, dass ich mich regelmäßig immer wieder wo aufhalte? Regelmäßig immer wieder in der Moschee aufhalte. Und schon ist mein Herz in der Moschee gebunden. Subhanallah. Deswegen lasst uns das ebenfalls praktizieren. Das heißt, subhanallah, all diese drei Dinge, die hier erwähnt werden, kann ich eigentlich in meinem Alltag praktizieren. Stell dir mal vor, du hast am jüngsten Tag nicht nur ein Ticket, um im Schatten Allahs stehen zu können, sondern gleich drei Tickets. Ja, salam. Es gibt Leute. Ja, wir lächeln, aber es gibt Leute. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja gesagt, es gibt acht Tore für das Paradies. Ja? Es gibt das Tor für den Dschihad, es gibt das Tor für die Sadaqa, es gibt das Tor für das Gebet. Und dann fragte Abu Bakr as-Siddiq, ja Rasulallah, gibt es denn Leute, die durch alle Tore sozusagen gehen werden oder von einem Tor gerufen werden? Er meinte, ja, und ich hoffe, dass du dazugehörst, inshallah. Also es wird Leute geben, die von allen Toren gerufen werden. Und auch du kannst vielleicht wirklich alle Tickets bekommen, sodass du freie Wahl hast. Und jetzt kommen wir zum vierten Mann, zur vierten Frau, zur vierten Person, welche am jüngsten Tag im Schatten Allah stehen wird. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Allahu Akbar. Und zwei Männer. Und ganz wichtig, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oder auch der Koran an bestimmten Stellen das Wort Mann benutzen, muss damit nicht immer Mann im biologischen Sinne gemeint sein. Sondern häufig ist damit einfach nur eine Person gemeint. Häufig einfach nur was? Eine Person gemeint, die sowohl eine Frau als auch ein Mann sein kann. Weil all diese Dinge, die wir hier hören, ein Jugendlicher, ein Mann, deren Herz in die Moschee, in der Moschee gebunden ist, und das, was jetzt kommt, das kann auch eine Frau sein. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ. Und zwei Personen, die sich für Allah lieben, gegenseitig. اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ. Sich so sozusagen treffen und zusammenkommen, وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ, und sich so auch wieder trennen. Das heißt mit anderen Worten, das Einzige, was sie verbindet miteinander, ist die Liebe in Allah. Es gibt keine weiteren Interessen. Es mag zwar sein, dass es noch weitere Interessen gibt, für die sie sich interessieren, aber der einzige Grund und der Hauptgrund, warum sie sich lieben, ist Allah. Und das ist die höchste Stufe des Imans. Wer das erreicht, der wird die Süße des Glaubens verspüren. Wie es der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ.
Wenn man drei Dinge verinnerlicht, wird man durch sie die Süße des Glaubens verspüren. Welche drei Dinge sind das? Na los, Bismillah. Welche drei Dinge sind das? Eine kennen wir jetzt schon. Was sind die anderen beiden? Damit ich die Süße des Imans verspüre, die Süße. Was sind die anderen beiden? Nein, das ist in diesem Hadith nicht so. Nein. Ist auch wichtig, aber es ist in dem Hadith nicht so. Ja. Nein. Na los, Leute. Ah, Sheikh Abdurrahman. Was sind die drei? Was sagt ihr? Die anderen, safe. Was sind die drei Eigenschaften, die ich brauche, damit ich die Süße des Imans verspüre? Kennt ihr alle? Na. Ah, alles, alles gute Sachen, mashallah. Aber das sind nicht die Dinge, die zur Süße des Imans führen. Ja. Okay, ich sag's. Ja, schön, jetzt fangt ihr an zu raten. Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawata al-Iman. Schreibt euch das auf. Ihr habt alle Handys, schreibt mit. Es geht hier um was? Es geht hier um unseren Iman. Wenn ich drei Dinge verinnerliche, werde ich durch sie die Süße des Imans verspüren. Ich werde nachher nochmal fragen. Mal sehen, ob ihr das, was die nicht mitschreiben. Ich werde sie fragen nachher. Wartet mal ab. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dass man Allah und seinen Gesandten mehr als alles andere liebt. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dass man eine Person ausschließlich für Allah liebt. Und Nummer drei, weiß jemand? Na, fällt euch jetzt der Hadith ein? Ja. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْضَفَ فِي النَّارِ. Und dass man es hasst, in den Unglauben zurückzufallen, genauso wie man es hassen würde, ins Höllenfeuer oder ins Feuer geworfen zu werden. Drei Eigenschaften, subhanallah, was für Eigenschaften. Und eine von diesen dreien ist das, was der Prophet hier erwähnt hat. Dass man eine Person ausschließlich für Allah liebt. Und hier kommen wir wieder dazu, das können wir auch nur hier an diesem Ort. Das können wir hier nur an diesem Ort, subhanallah. Weil wo soll ich diese Person treffen? Wenn ich in einer Moschee, wenn ich in solch einer Sitzung. Und ich sage es euch ganz offen, subhanallah, viele von den Brüdern, die ich für Allah subhanahu wa ta'ala liebe, ja, ich habe eigentlich relativ wenig Gemeinsamkeiten mit ihnen im Alltag. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Viele Brüder interessieren sich für Fußball. Ich interessiere mich null für Fußball. Ja? Die meisten Schwestern wahrscheinlich auch nicht. Ja, meine Frau sagt mir, Alhamdulillah, dass ich einen Mann habe, der sich nicht für Fußball interessiert. Ja? Ich interessiere mich null für Fußball. Interessiert mich nicht. Ja? Die meisten Brüder interessieren sich für Fußball. Ja? Oder weiß ich nicht, irgendwie IT-Bereich und so weiter. Bin ich das? Aber subhanallah, man versteht sich trotzdem und man liebt sich. Warum? Weil man einfach gemeinsam das Wichtigste in seinem Leben oder das Wichtigste im Leben von beiden, was ist? Die Religion und Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das, was verbindet. Und nur deswegen treffen wir uns. Das heißt, würden wir nicht mal in die Moschee kommen, dann würden wir wahrscheinlich auch verschiedene Wege gehen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie treffen sich nur dafür und gehen auch nur dafür auseinander, subhanallah. Das ist der einzige Grund. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, such dir Schwestern, such dir Brüder, die du für Allah liebst. Und wenn du jemanden für Allah liebst, was sollst du dann tun? Was sollst du dann tun? Dann sag es ihm. Einmal saß der Prophet zu Hause mit einem Sahabi zusammen oder einigen zusammen. Und dann sagte ein Sahabi, er saß so von weitem, einem Bruder, sagte, ja, Rasulullah, ich mag diesen Mann sehr für Allah. Dann fragte der Prophet zu Hause, hast du ihm das gesagt? Dann meinte er, nein. Dann sagte der Prophet zu Hause, geh zu ihm und sag es ihm. Subhanallah. Geh und sag ihm, dass du ihn für Allah liebst. Ja, dass man einfach diese Liebe untereinander verbreitet. Das ist also das vierte Ticket. Das soll man wiederholen. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufwächst, ein Mann, eine Frau, dessen Herz in der Moschee gebunden ist und zwei Personen, die sich ausschließlich für Allah lieben, sich hierfür treffen und hierfür auch wieder was auseinandergehen. Und jetzt geht's weiter. Die Nummer 5. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَةٌ
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Und ein Mann, jetzt ist hier wirklich Mann gemeint, der von einer Frau von Ansehen, einer Frau, die eine gewisse Stellung in der Gesellschaft hat, und von Schönheit eingeladen wird zu Zina oder Iyadh Billah und daraufhin sagt, ich fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Die fünfte Eigenschaft ist also was? Die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht auch dann, wenn ich allein bin. Auch dann, wenn es Fitne gibt. Auch dann, wenn es Versuchung gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat hier einen Extremfall genannt. Er hat hier was? Einen Extremfall genannt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er meint damit jegliche Form von was? Von Versuchung. Gerade wenn es um welche Versuchung geht? Um die niederen Versuchungen. Die niederen Begierden. Welche uns umgeben in der Gesellschaft. Das heißt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du hier standhaft bleibst, dem nicht nachgibst und Allah fürchtest und klare Grenzen kennst, dann ist das dein Ticket, am jüngsten Tag um Schatten Allahs zu stehen. Das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt leider auch unter vielen, vielen praktizierenden Jugendlichen ganz klare Grenzüberschreitungen. Ich höre das immer wieder. Schwestern schreiben Brüder an, Brüder schreiben Schwestern an, treffen sich heimlich etc. Das passiert leider auch unter vielen praktizierenden Geschwistern. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Taqwa ist nicht einfach nur, dass ich hier eine Wand aufstelle und glaube, jetzt habe ich den Islam praktiziert. Taqwa heißt, dass ich eine Wand und einen Wall in meinem Herzen habe, der mich schützt, davor bestimmte Grenzen zu überschreiten. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin. Und das heißt auch nicht, dass nicht mal mein Blick ausweicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, kutiba ala ibni Adam az-zina wa la mahala. Jedem Sohn Adams ist Zina vorgeschrieben. Und er kommt nicht drum herum. Und dann sagt der Prophet al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhr. Die Augen, sie machen Zina. Und wie machen sie Zina? Indem sie nämlich diesen lüsternen Blick haben. Und dann sagt der Prophet am Ende dieses Hadithes, ja, und was bestätigt das oder nicht, ist der Fortsch. Das heißt, das Geschlechtsteil. Wenn ich dem freien Lauf lasse und immer wieder meinen Blick freien Lauf lasse und keine Grenzen kenne, dann wird irgendwann einmal was passieren? Die Katastrophe. Zina oder Iyadh Billah. Wenn ich aber dagegen antrete und Allah um Vergebung bitte, selbst wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mich was? Wird Allah ta'ala mich schützen. Deswegen, lieber Bruder, meine Schwester, eine ganz wichtige Botschaft. Schaut mal, ihr habt die Möglichkeit jetzt, indem ihr Sabr habt, indem ihr Grenzen einhaltet, indem ihr der Versuchung standhaltet, habt ihr die Möglichkeit, ein Ticket zu bekommen, um am jüngsten Tag im Schatten Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Und setz dich niemals freiwillig einer Versuchung aus. Glaub ja nicht, du bist stark. Du bist nicht stark. Du wirst nicht stärker als Yusuf alayhi salam sein. Der, wie es Allah Ta'ala gesagt hat, وَلَقَدَ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Und sie neigte sich ihm zum, so hatte Absichten ihm gegenüber. Und هَمَّ بِهَا, gibt es jetzt lange Diskussion, ob er das ebenfalls empfunden hat oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Tafsir von einigen Gelehrten, die gesagt haben, dass er auch auf menschlicher Ebene in diesem Moment Zuneigung verspürte, aber Allah ihn bewahrt hat. Und er dann, ja, sagte, Ma'adha Allah, suche Zuflucht bei Allah. Und Allah ihn bewahrt hat. Aber wer von uns ist wie Yusuf alayhi salam? Und leider gibt es viel zu viele Brüder und Schwestern, die sich freiwillig dieser Fitna aussetzen. Und sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, dass der Shaitan der Dritte ist. Und dass der Shaitan so lange vermittelt, bis er sein Ziel erreicht hat. Deswegen achtet darauf. Und begebt euch selbst niemals in eine Situation, wie sie hier beschrieben wird.
damit ihr erst gar nicht so weit kommt, um das zu erleben, was hier erwähnt wird. Aber wer es schafft, standhaft zu bleiben, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala was? Dem wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür ein Ticket geben für den Schatten Allahs am jüngsten Tag. Und dann, Nummer 6. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. Allahu Akbar. Und ein Mann, eine Frau, die eine Sadaqa gegeben hat, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gespendet hat. Mit anderen Worten, seine Sadaqa geheim gehalten hat. Sie nicht zur Schau gestellt hat. Und mit Sadaqa ist hier nicht nur eine Geldspende gemeint, sondern Sadaqa ist alles, was du an Gutem gegenüber der Gesellschaft tust. Das ist alles, was du an Gutem gegenüber der Gesellschaft tust. Das heißt, wenn du in deiner Gemeinde aktiv bist, Zeitopferst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann erwarte nicht von den Menschen Lob. Versuche es für Allah zu machen. Und versuche es, so gut du kannst, geheim zu halten. Damit die Menschen das nicht sehen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht. Das ist nicht einfach. Aber das ist der Ikhlas. Dein Nefs möchte Dankbarkeit. Dein Nefs möchte Anerkennung. Dein Nefs möchte, dass die Leute sagen, oh, mashallah, guck mal, Sheikh Farid, oh, was für ein toller Vortrag. Dein Nefs, oh. Aber das ist kein Ikhlas. Das heißt nicht, dass ich keine Sache mehr öffentlich tun darf. Es gibt viele Dinge, die ich als Muslim öffentlich machen muss, gar keine Frage. Aber ich darf es niemals tun, um dafür Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Was sagt Allah Ta'ala? وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. Und halte es den Menschen nicht vor, damit du mehr dafür bekommst. Mach es für Allah Ta'ala. Und du solltest immer, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, einige Taten haben, die niemand kennt außer Allah. Taten, über die niemand Bescheid weiß, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala sie kennt. Weil das ist die beste Form, um was zu erlernen? Um den Ikhlas zu erlernen. Das ist das 6. Ticket. Und jetzt kommen wir insha'Allah ta'ala zum 7. und letzten Ticket für heute. Wir werden nächste Woche insha'Allah ta'ala noch weitere Eigenschaften erwähnen, die dazu führen, um im Schatten Allahs zu stehen. Und zwar, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Und ein Mann, eine Frau, welche Allahs allein gedenkt und daraufhin anfängt zu weinen, aus Gottes Furcht. Niemand sieht dich außer Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast Ibadah zwischen dir und zwischen Allah. Du weinst nicht vor den Menschen, du weinst allein vor deinem Schöpfer. Du stehst allein vor deinem Schöpfer. Und hier nochmal die Wichtigkeit, sich auch manchmal zurückzuziehen, so wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat, der sich im Ramadan in den letzten 10 Nächten trotz all seiner Verpflichtungen, die er hatte, in der Moschee zurückgezogen hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der sich in der Nacht in dem Gemach von Aisha radiallahu anha und bei den anderen Ehefrauen zurückgezogen hat, um zu beten. Ich meine, wir haben einige wenige Überlieferungen von Aisha radiallahu anha, wo sie das Nachtgebet des Propheten beschreibt. Aber wie oft hat der Prophet gebetet, ohne dass es jemand gesehen hat? Subhanallah. Und nur Aisha berichtet es. Die anderen Ehefrauen haben nichts berichtet. Das heißt, der Prophet hat es trotzdem getan, auch wenn wir es nicht wissen. Und das ist wichtig, dass wir danach streben, Taten zu haben, die nur Allah kennt, wo wir uns zurückziehen und einfach mal uns Gedanken machen über die Schöpfung Allahs. Und ich schließe ab, insha'Allah ta'ala, mit dieser schönen Ayah, in der Allah ta'ala genau darüber spricht. Und zwar in Surat Ali Imran sagt Allah ta'ala, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in der Abfolge von Tag und Nacht sind Zeichen für Menschen, die einen Verstand besitzen. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala diese Menschen. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Jene, welche Allahs gedenken, im Stehen, sitzend und auf ihrer Seite liegend.
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ und sich Gedanken machen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا O unser Herr, du hast dies nicht aus Nichtigkeit erschaffen. سُبْحَانَكْ preis sei dir, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ so bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Subhanallah. Ja, sich zurückziehen, sich Gedanken machen über die Schöpfung Allahs und dann eine Träne vergießen für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Träne könnte dein Ticket am jüngsten Tag in dem Bereich sein, wo nur diejenigen sind, die Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala gespendet bekommen. Möge Allah ta'ala uns zu ihnen gehören lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Das war es erstmal für heute. Wir werden nächste Woche inshallah ta'ala uns noch einige andere auch Taten anschauen, welche dazu führen werden, dass man am jüngsten Tag es leichter haben wird als andere. Ja. Aber dazu dann mehr in der kommenden Woche. Inshallah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil sabr.